Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du dieses Video wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich freue mich, falls du dich das erste Mal zu mir verirrt haben solltest, dass du hier bei mir angekommen bist. Ja, hier auf diesem Kanal bringe ich sehr viele unterschiedliche Filme, alles Mögliche, das, was mich interessiert, das, was man selber machen kann, aber halt auch über Natur und Umwelt und viele informative Dinge. Das sei nur mal kurz nebenbei erwähnt, denn jetzt möchte ich euch gerne heute in diesem Film zeigen, wie wir ein Türschloss aufmachen können. Denn vor einiger Zeit, da hat meine liebe Tochter meine Schlüssel verbummelt und die sind weg. Und jetzt bin ich in der Situation, dass ich ein Türschloss auswechseln muss. Das heißt, da können wir nur mit roher Gewalt ran. Wir werden dieses Türschloss, den Zylinder aufbohren und dann das Garagentor in dem Falle dann öffnen und dann durch ein Ersatzschloss dann erst einmal provisorisch dann absichern und dann werde ich mir im Anschluss dann noch ein neues Schloss kaufen und dieses dann fachgerecht einbauen. Und wie das alles funktioniert, das werdet ihr hier in diesem Film sehen können. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist mein bequemer Rollsitzwagen. Der ist nämlich sehr praktisch, den brauche ich jetzt. Und hier habe ich jetzt alles reingepackt, was ich brauche. Hier habe ich einmal ein Küchenpapier, was ich brauche, um das Schloss ein bisschen abzuwischen, weil ich werde ja bohren müssen. Und da werde ich ein bisschen Öl verwenden, damit es nicht zu heiß wird und dass die Späne nicht einfach wild durch die Gegend fliegen, sodass dann sozusagen dann hier auf dem Papier die Späne aufgefangen werden können, zusammen mit dem Öl und ich dann nachher auch das alles abwischen kann. Das ist das eine. Dann natürlich meinen kleinen Akkuschrauber, den ich zum Bohren verwenden werde. Der ist klein, aber verdammt stark. Dann haben wir hier noch einen Hammer. Wozu brauchen wir den? Das ist ganz einfach, denn wir müssen eine Körnung vornehmen, damit wir dann nachher die Metallbohrer richtig ansetzen können. So, dann habe ich hier noch einen Zollstock, um dann nachher auszumessen, wie groß denn dann mein Ersatzschloss sein soll. Ja, hier ist der besagte Körner, ganz wichtig. Hier ist das provisorische Schloss, das ist viel zu groß dimensioniert, aber erst einmal, um dann die Garage zu sichern. Hier habe ich ganz feines Maschinenöl, das nehme ich dann, um jetzt hier in dem Fall dann die Bohrung zu kühlen, den Bohrvorgang. Und dann habe ich hier noch einen kleinen Bohrer, der extrem scharf ist, um das Ganze dann erst einmal vorzubohren, bevor ich dann nachher mit einem 5er oder mit einem 6er Bohrer dann nachbohren werde. Genau, so, das sind die Sachen, die ich jetzt brauche und los geht's. So, wichtig ist es beim Aufbohren so eines Zylinderschlosses, dass man knapp hier unter diesem Drehbolzen die Körnung setzt und aufbohrt, weil nämlich hier unten in diesem Schaft, da sitzen die Federn mit den kleinen Bolzen, die dann sozusagen in die Zähne reingreifen vom Schlüssel, die dann hier oben sitzen und die müssen wir zerstören und die müssen wir dann nachher rausbohren, sodass wir dann wunderbar dann das Schloss drehen können und dann eben halt auch die Tür öffnen können. Das mache ich jetzt. Jetzt setze ich den Körner an und werde dann das aufbohren. So, die Körnung ist gesetzt. Nächster Schritt ist, jetzt das Schloss aufzubohren. Und damit wir dann den Zylinder hier nachher drehen können.
bisschen Öl rannehmen. So, dann schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Ich habe zufälligerweise einen Schlüssel, der fast den gleichen Bart hat. Mal sehen, ob man das schon drehen kann. Nee, da tut sich noch gar nichts. Wir werden das auch ein bisschen größer aufbohren. Da brauchen wir wahrscheinlich einen großen Schraubendreher. Das sitzt sehr stark. Ah, da kann man schon sehr schön die Bolzen sehen, wie sie rausgucken. Mal sehen, ob es jetzt schon besser geht. Oder ob wir doch einen großen Schraubendreher uns holen müssen. So, jetzt hat sich was bewegt. Muss man noch ein bisschen arbeiten.
Schloss ist offen. Juhu. Super. Das war's. Ganz große Klasse. Der nächste Schritt ist hier die Sicherheitsschraube, die den Bolzen festhält. Also den Schließzylinder festhält hier. Zu lösen und dann rauszuschrauben. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal wieder den Bolzen drehen, damit wir dann den Zylinder hier rausgezogen bekommen. So, nachdem wir das jetzt so weit aufgebohrt haben, dass wir den Zylinder rausnehmen können, möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Hier haben wir diese Nase, die sich dreht. Wenn wir mal den Schlüssel hier reinstecken, dann kann man das sehr gut sehen. Diese dreht sich dann hier hoch und runter, wenn man den Schlüssel dreht, und somit wird dann das Schloss verriegelt. Jetzt ist es ja so, jetzt müssen wir irgendwie sehen, dass wir die wieder rauskriegen. Wenn jetzt der Schließzylinder hier senkrecht steht, dann guckt hier die Nase raus und wir kriegen den Zylinder hier nicht rausgezogen. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal sehen, dass wir diesen in diese Nullstellung bringen. Dadurch muss der Schlüssel ein bisschen schräg sein, damit wir den Zylinder so rausziehen können. So, wir müssen jetzt hier erstmal so lange drehen, bis wir herausfinden, wo die Nase hier von diesem, wo dieser Bolzen ist. Ich nenne das jetzt einfach mal Nase von dem Zylinderschloss, damit wir das dann rausziehen können. Ja, und das machen wir jetzt. Dazu nehme ich eine Rohrpumpenzange und ein Schraubendreher, und wie man hier sehr schön sehen kann, ich habe das hier noch ein bisschen weiter aufgebohrt, und dann müssen wir mal gucken. Aha, jetzt kommt's raus. Und da ist das Schloss. So. Hier sieht man das auch sehr schön. Und wenn ich das hier drehe, dann geht auch hier diese Nase hoch oder runter. Sehr gut. Das war's. Jetzt setze ich erstmal provisorisch das andere Schloss ein und dann hole ich ein neues Garagentorschloss und werde das dann einbauen. Bis gleich. So. So, beim Einbau geht man wie folgt vor. Man nimmt das Schloss, jetzt hier niegelnagelneu. Hier sieht man sehr schön den Bolzen, diese Nase, die da übersteht. Und so bekommen wir das natürlich nicht rein, ne? Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Bolzen genau in die Mitte kriegen. Dazu nehmen wir die Schlüssel, stecken sie rein und drehen ein wenig, damit er senkrecht steht, damit nichts mehr übersteht. Und so können wir jetzt den Schließzylinder einsetzen. So, ganz vorsichtig. So, und wir drehen dabei ein wenig, um zu gucken, wo er dann sitzt. So sitzt er jetzt in dem Falle. Und dann werden wir jetzt noch schnell die Sicherheitsschraube von innen anschrauben. Und das war's dann auch schon. Um jetzt noch zu sehen, dass alles wunderbar funktioniert, werde ich jetzt das Garagentor schließen. Und abschließen.
und das Garagentor ist verschlossen. Auf, zu, funktioniert wunderbar. Damit das Schloss immer schön leichtgängig bleibt, werde ich jetzt noch WD-40 verwenden und dort reinsprühen. Hat einfach den Vorteil, dass es leichtgängiger ist und es hat kein Silikon oder irgendwelche Harzanteile wie anderes Öl, was dann irgendwann verkleben würde. Und von daher wird es dann immer schön geschmeidig laufen. Einziger Nachteil ist, man sollte es vielleicht immer einmal so alle 6 Monate wiederholen, denn das WD-40, das verflüchtigt sich ja auch, weil es ist ja kein eigentliches Schmiermittel, sondern es ist ja eigentlich auch ein Öl- und Fettlöser. Das war's. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man ein Türschloss wechseln kann. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich bedanke mich fürs Zusehen hier auf meinem YouTube-Kanal. Sollte dir dieser Kanal gefallen, ja, dann kannst du ihn natürlich abonnieren. Da drückst du hier einfach den kleinen Abonnier-Button da unten rechts bei dir auf deiner Bildschirmseite. Und wenn du keinen weiteren Film von mir verpassen willst, ja, dann kannst du natürlich auch noch die kleine Glocke betätigen, denn dann wirst du immer automatisch über die neuesten Uploads, die ich hochlade, dann informiert. Ja. Und wenn dir dieser Film hier gefallen hat, na, dann kannst du mir natürlich auch gerne noch einen Daumen nach oben lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.